Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und wir sind hier bei Melody, wie sie sich ein bisschen aufregt über ihr Leben, weil ihr Baby sie getreten hat, hier irgendwo, hier da, Baby Kick, das habe ich schon gesehen. Und ja, wir sind auf jeden Fall schwanger und wir kriegen vielleicht bald unser Kind. Wir kriegen vielleicht bald unser Kind. Auf einmal stirbt's. Also ich bin ganz froh, dass ich keine Mod oder so installiert habe, wo das passieren kann, weil das wäre noch schlimmer, diese Challenge, Alter. Wenn man nicht mal vernünftig hier existieren könnte, weil man jedes Mal Angst haben muss, dass diese Kinder einfach sterben. Stimmt, ich hatte die Kids noch umgestylt gehabt letztes Mal, ne? Also nachdem ich den Part beendet hatte. Ja, die sind eigentlich alle ganz süß geworden, denke ich. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir sollten mehr zusammen machen. Oh. Hey! Nö. Puh. Wieso pieseln die sich zurzeit eigentlich immer ein? Was ist mit euch? Wir wurden schon wieder eingeladen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir diesmal was finden. Ja, das sah auf jeden Fall gut aus. Nö. Puh. Sieht jetzt nicht so aus. Ach, Manu. Aber können wir so über ihn reden? Also er ist schon echt süß, oder? Oh. I love it so much. Also ich meine, er auch, aber ich mag ihn, glaube ich, mehr. Oh, Cutie. Und ihr, wie immer, schön fleißig lernen, weil sonst kommt ihr nicht weiter im Leben. Hat der Level 3 noch erreicht? Nein! Oh mein Gott, wie viel Prozent? Wow. Manchmal hasse ich dieses Spiel. Jetzt wird er ganz knapp. Er könnte... Oh mein Gott, er würde fertig sein. Wenn diese 2%... Oh mein Gott. Junges Fräulein, ich glaube, du siehst nicht so gesund aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde an deiner Stelle Medizin zu dir nehmen. Mittlerweile hasse ich Post einfach nur noch. Wir brauchen das Geld nicht. Es ist... Ach Mann, oh. Geld ist so irrelevant. Reden funktioniert gut. Geld ist voll irrelevant geworden. Wenn man einmal Geld hat, so in dieser Challenge. I don't know. Morgen ist Erntefest, das heißt, wir können noch nicht mal ihn dann morgen aus dem Haushalt werfen, weil da keine Schule ist. Oh mein Gott. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass die in dem Update oder so reinbringen wollen, dass man halt das Inventar filtern kann. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist, to be honest. Ich weiß auch nicht, ob das in diesem Fake-Posting ist, wo jemand meinte, ja, das und das und das und das und das und das kommt ins Spiel rein mit dem neuen Erweiterungspack. Was aber ein bisschen unrealistisch rüberkommt, weil es ist halt literally... Also, das wäre zu viel. Das glaube ich nicht, dass sie das mit diesem Pack reinbringen würden. Also, wenn, dann möchte ich es mit meinen eigenen Augen sehen und nicht über... Keine Ahnung. Also es wäre natürlich cool, wenn man halt sein Inventar mal ein bisschen sortieren könnte. Und dann halt filtern könnte regelmäßig, weil... also beziehungsweise zumindest halt, dass man sagen kann, ja, ich suche jetzt nur hier diese gewöhnliche Tuning-Teile oder sowas. Ja, das wäre schon sehr angenehm. Und Level 3? Brudi! Oh, Brudi. RIP. Das Bild ist voll süß. I like it. Ja. Yeah. Können wir eigentlich schon was Neues kaufen? Wir haben ja eigentlich ziemlich viel, ne? So, das hier brauchen wir auf jeden Fall nicht, wir haben ja genug Geld. So, das hier wäre natürlich cool. Oder für immer satt, das wäre halt richtig geil. Ja, vielleicht sparen wir einfach darauf. Das will ich nicht machen, weil das würde mich voll nerven, glaube ich. Weil wir ja die ganze Zeit dann... Weil ich dann nachts nicht schnell vorspulen kann. Außer ich lege sie dann trotzdem schlafen und so, aber es ist trotzdem nervig, deswegen... Ja, das wäre halt noch sinnvoll. Dann würde sie auch bei ihrem Gewicht bleiben, auf jeden Fall. Und das wäre doch eigentlich nice. A2er Grundschüler. Das ist gut genug. Und du bist A2er Grundschüler. Yes! Ihr seid auf einem guten Weg im Leben. Aber leider ist morgen Erntefest und deswegen könnt ihr da nicht zur Schule gehen. Ah, kritisch. Ich hasse Erntefest und Feiertage in dieser Challenge. Hm. Könnt ihr nicht zusammen spielen, weil da nicht genug Leute sitzen können?
Weil sonst müsste ich da halt noch irgendwie einen Stuhl hinstellen oder so. Es wird langsam eng. Wir hatten davor so ein schönes großes Wohnzimmer. So, und jetzt versucht nochmal miteinander zu spielen, weil. Hallo? Spiel! Okay. Naja, nicht mit Melody, seid ihr dumm? Spiel mit deinen Brüdern dieses Spiel. Jetzt müsste es gehen, ja. Sieht gut aus, auf jeden Fall. Aber bei dir wird es auch langsam kritisch. Um dich sollte ich mich vielleicht auch mal kümmern im Leben hier. Huch! Wieso sind eigentlich immer alle krank? Hört auf! Weißt du was? Wir können auch einfach mal uns Zeit für uns nehmen, oder? Ich meine, wir haben einen Teenie im Haushalt, deswegen werden die Kinder nicht weggeschickt, deswegen ist das doch easy. Los geht's! In den Zirkus, weil sie auch mal abschalten muss in ihrem Leben. Oh mein Gott. Ich habe ihn eigentlich in den Schlaf lesen wollen und er schläft einfach auf dem Kissen. Das funktioniert so nicht. Aber es sah unglaublich süß aus. War sie glücklich, dass sie da war? Der Zirkus war wunderschön. Ich wusste ja gar nicht, dass es so wirklich viele Leute gibt. Die Schlangenmenschen und Akrobaten haben mir am besten gefallen. Schlangenmenschen. Okay, Brudi. Wow. Ich habe nicht Google gesagt, geh weg. Oh, RIP, RIP. Ah, ich hasse Kleinkinder, ne? Oh mein Gott. Warte, Mama kommt und badet dich. Danach kannst du schön was fuden. Als ob er sich jetzt in die Windel macht. Oh mein Gott, so niedrig war das doch gar nicht, das Bedürfnis. Oh, ich habe vergessen, dass die Zwerge existieren. Ach so, und hier, weil mir letztens vorgeworfen wurde, ich würde meine Kleinkinder ja nicht das Essen geben oder so. Doch, ich schneide das nur raus, weil es halt super uninteressant ist. Weil, I mean, es ist immer dasselbe, aber man sieht doch hier, dass das Kind isst. Deswegen, macht euch da bitte keine Gedanken. Diesen Stress, den behalte ich für mich. schön! Oh Mann. Spielt ihr nicht normalerweise sonst immer eine Musik, wenn man das dran macht? Diesmal nicht. Ich akzeptiere es einfach, okay? Okay, wir sind gleich schon im dritten Trimester. Cool. Das Kind kriegen wir zuerst im nächsten Part, aber ich bin sehr bereit, auf jeden Fall. Das Einzige, wofür ich halt nicht bereit bin, ist, dass sie ja bald dann Geburtstag hat und dann schon älter ist. Und dann sind wir auch schon fast zur Hälfte durch, ne? Also, schon ist halt so eine Sache, weil wir sind jetzt schon seit über einem Jahr dabei, aber es fühlt sich nicht so an. Stopp! Wie? Wie ist das passiert? Er war nicht in der Schule. Ist das legal? Es steht da. Also wenn das so ist. Also das Spiel hat gesagt, er ist ein der Schüler, deswegen werde ich ihn altern lassen. Der Kuchen ist schon wieder angefressen. Aber, also, das habe ich noch nie erlebt. Ich akzeptiere es, weil ich wollte ihn ja raushaben und war schon traurig, dass sie das nicht machen konnte, jetzt dadurch, dass Feiertag ist. Aber eigentlich hätte das nicht passieren dürfen. Sind die denn jetzt auch ein bisschen höher gekommen? Er nicht? Er auch nicht. Das ist komisch. Ich akzeptiere es jetzt einfach mal, ne? Manchmal sind diese Bugs in diesem Spiel ja auch ganz gut. In dem Fall zum Beispiel. Deswegen wünsche ich dir alles Gute zum Geburtstag und ich wünsche dir viel Glück auf deiner Reise oder so. Bitte stütz nicht ab. Ich dachte gerade, stütz ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott, paranoid. I see. Du hast also Angst vor den Strangerville-Leuten. Dann wünsche ich dir viel Spaß in der weiten Welt da draußen. Tschüss. Da waren wir schon nur noch fünf. Oh shit. Ich vergesse das immer. Warum stecken die nicht immer fest dann? Oh, Moment. Wegen ihnen? Ich verkaufe die jetzt einfach, weil ich werde eh nichts mit denen anfangen. Jetzt müsste es eigentlich gehen, oder? Weil er kam jetzt nicht zum Bett. Geht. Hallo! Oh mein Gott, dieses Spiel. Hallo, bitte. Danke. Pinnwand voll. Schon wieder? Oh mein Gott. Das passiert immer so schnell. Mehr Spielzeug. Es gibt nie genug Spielzeuge für Theo. Oh. Das ist süß. Aber wo soll das hin? Außerdem habt ihr genug. Also, for real, ihr habt hier so einen riesen Ballpit. Dann. Okay, die haben halt eine Kiste. Den Teddy. Die Bauklötze. Hier die Tablets und oben ist noch das Puppenhaus. Eigentlich geht das voll klar. Also, das ist genug. Auch wenn wir uns mehr leisten könnten, aber
das Haus ist halt doch relativ klein so und das ist halt so ein bisschen kritisch, was das angeht, so, ne? Und jetzt, wo es hier so nächtlich wird und das Ganze schon weiter vorspult, damit wir am nächsten Mal schneller weitermachen können, hihi, werde ich sagen, dass wir jetzt hier den Part beenden. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Da kriegen wir nämlich ein neues Kind. Bis dahin und tschüss!